Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik und zwar über die Synchronmaschine. Wieder eine Rotationsmaschine, wieder eine Maschine, die also aufgeteilt ist in einen Stator und in einen Rotor, einen Ständer und einen Läufer. Und wieder haben wir Drehbewegung. Jetzt, wenn man von Linearmotor mal absieht, ja. Die Synchronmaschine und die Asynchronmaschine heißen ja schon ziemlich ähnlich. Ja? Und sie funktionieren anders, aber nur in einem Teilbereich. Ja? Es ist jetzt so, dass der Stator, also der feststehende Teil von der Asynchronmaschine und von der Synchronmaschine praktisch gleich sind. Ja? Okay, wenige Ausnahmen, aber für uns ist er gleich. Okay? Also der Stator einer Asynchronmaschine und der Stator einer Synchronmaschine ist gleich. Nun, wenn die zwei gleich sind, ja, da hatten wir ja bei der Asynchronmaschine besprochen, da gibt es noch ein Drehfeld, da sind die drei Windungen drinnen, U, V und W, und je nach Polbarzahl gibt es da ein Drehfeld drinnen, was mit einer gewissen Geschwindigkeit rotiert, maximal bei 50 Hertz eben diese 3000 Umdrehungen pro Minute. Ja, das gibt es ein eigenes Video dazu, wie das Drehfeld entsteht. Möchte ich jetzt nicht wiederholen. Wir sagen also, wir haben einen Stator. Das ist der Stator. Der Stator ist genau geblechte Ausführung. Das schaut genau gleich aus. Also ich schreibe da unten hin, Stator entspricht dem Aufbau bei der Asynchronmaschine. Also es ist eine Drehstrommaschine, da drin entsteht ein Magnetfeld, welches sich bewegt, ja, welches rotiert. Ich zeichne jetzt hier mal ein Magnetfeld ein, das soll hier in diese Richtung gehen, nach oben. Ja. Das ist das Magnetfeld B, ja. Das ist die Richtung des Magnetfeldes und das rotiert da drinnen. Ja. Je nach Polbarzahl, das ist alles gleich, je nach Polbarzahl mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. So, und jetzt, ich meine, es muss einen Unterschied geben, der Unterschied liegt natürlich im Rotor. Der Rotor, wie ist der aufgebaut? Ja. Der hat diesmal, ja, zeichne den jetzt einmal so ein. Zwei unterschiedliche Seiten. Ja, alles hat zwei Enden. Nicht nur die Wurst. Ja, und es ist ein Magnet, ja, und der hat einen Nordpol, der hat einen Südpol. Ich habe jetzt praktisch einen Magnet in ein rotierendes Magnetfeld eingebracht, da ist irgendwo ein Lager, dort Radarsee, der ist drehbar gelagert. Nun, wenn jetzt das Magnetfeld rotiert, was wird der Magnet machen? Ungleichnamige Pole ziehen sich an, gleichnamige Pole stoßen sich ab. Das heißt, wenn das da davor rennt, ja, und das da, also der Nordpol da unten, davor rennt praktisch, ja, dann zahlt es den Südpol hinten nach. Und wenn der Südpol da oben davor rennt, zahlt es den Nordpol nach. Das heißt, dieser Rotor, der wird sich anfangen zu drehen. Ja. Da ist er, da dreht er sich. Yeah. Ja. Mit welcher Drehzahl dreht sich der? Genauso schnell wie das Magnetfeld. Bing! Synchron mit dem Magnetfeld dreht sich dieser Rotor, weil es eben schon ein Magnet ist. Bei der Asynchronmaschine erinnern wir uns, da haben wir zuerst was induzieren müssen und erst das Induzierte hat da ein Magnet erzeugt und der hat sie dann mitdraht und hier, piff, haben wir schon einen Magneten drinnen. Natürlich dreht sich der Magnet genauso schnell wie das Magnetfeld. Und warum? Ja, weil es zahlt mehr zu wird. Ja, und dieses Zubezahlen, ja, also diese Anziehungskraft, die da entsteht, was bedeutet die, wenn jetzt da
zum Beispiel eine Belastung drauf ist. Das möchte ich hier einzeichnen, deswegen habe ich da einen zweiten gemacht. Also es gibt hier rüben wieder das Magnetfeld, ganz genau das gleiche Magnetfeld, das rotierende Magnetfeld, ganz genauso wie da. Und das bei dem Magnetfeld B, für die Magnetfeldachse, da B, hat sich nichts geändert, gar nichts. Das rotiert da drinnen. Und wenn ich jetzt den praktisch herbremst, dass der nicht mehr so leicht sich mitbewegt, ja, na dann braucht er ein höheres Moment. Ein höheres Moment hat er, wenn sich der Nordpol und der Südpol da ein bisschen weiter auseinanderziehen. Also er bleibt praktisch ein bisschen hinten. Ja, er bleibt praktisch ein bisschen hinten. Das möchte ich hier jetzt einzeichnen. Also wir haben praktisch dann diese Situation. Dass der Nordpol gegenüber dem Südpol da ein bisschen verzögert ist. Gell? Ja. Weil jetzt da, hier sind die Achsen praktisch gleich, also das ist bei der die Achse des Magneten einzeichnen will und hier ebenfalls die Achse des Magneten einzeichnen will. Hier sind es praktisch deckungsgleich, das ist bei wenig Belastung und steigt die Belastung, haben wir wieder mal Lager. Steigt die Belastung, gibt es da drin einen gewissen Nacheilwinkel. Ja, gibt es einen gewissen Winkel, der heißt Polradwinkel. Das ist das Polrad und da gibt es einen gewissen Polradwinkel. Und so schaut das aus. Ja. So schaut das aus. Wichtig dabei ist, das dreht sich noch immer genauso schnell. Das dreht sich noch immer mit der synchronen Drehzahl. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir halt ein bisschen, ein bisschen Abweichung haben, ja, vom Magnetfeld. Aber die Drehzahl bleibt gleich. Er hinkt halt ein bisschen beim Motorbetrieb hinterher. Ja, beim Generatorbetrieb, sagen wir, ist der Polradwinkel in die andere Richtung. Gell, da zahlen wir ein bisschen so nach vorn weg. Dann hält uns praktisch dieses äußere Magnetfeld zurück, ja, bremst. Ja. Generator ist eine elektrische Bremse. Bremst den Rotor, der ja aufgrund des Antriebs davon teufeln will, und das Magnetfeld bremst den her. Und dieses Herbremsen, das gibt mir Energie. Gell, das ist der Generator. Ja. So schaut das aus. Ja. So funktioniert eine Synchromaschine prinzipiell. Ja, gibt es wirklich Synchromaschinen, die so ein Permanentmagneten eingebaut haben? Permanent direkte Synchromaschine heißt sowas. Ist eher die Ausnahme. Aber das Prinzip ist gleich. Ja? Also das Ding dreht sich nach wie vor praktisch. Und da ist Omega Rotor ist gleich der synchrone Drehzahl. Und da ist ebenfalls Omega Rotor ist gleich der synchronen Winkelgeschwindigkeit Omega S. Das heißt aber, dass der rote Rotordrehzahl gleich der synchronen Drehzahl ist und die Rotordrehzahl gleich der synchronen Drehzahl. Das ist gleich, da gibt es keinen Unterschied. Das Einzige, was eben entsteht, ist dieser Polradwinkel. So, wo wird das jetzt eingesetzt? Wo wird das eingesetzt? Nun, bei Motore, Synchronmotore. Überlegen wir sie. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Überlegen wir uns, wo das verwendet wird. Ja, bei Großmotoren, ja, bei großen Leistungen. Jetzt haben wir einen Megawatt-Bereich. Ja. Überall, wo konstante Drehzahl erwünscht ist. Konstante Drehzahl heißt in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext jetzt nicht Drehzahlvariable Antriebe. Wir können ja
Da gilt auch das Gleiche, was ich bei der Asynchronmaschine erzählt habe, über diese Stromrichter und so weiter. Das ist doch ganz genauso. Ja. Umschaltbare Polbarzahlen könnten wir auch überlegen. Und ganz genauso. Ja. Also es geht nicht darum, die Drehzahl zu variieren, sondern mit der Belastung. Ja. Die Belastung soll die Drehzahl nicht ändern. Das ist bei der Asynchronmaschine der Fall. Ändern wir die Belastung, ändert sich die Drehzahl. Hier nicht. Ja. Also bei großen Leistungen ist es. Und da, wo wirklich große Stückzahlen von Synchromotoren ist, bei Kleinstantrieben. Ja, Kleinstantriebe. Für zum Beispiel Uhren. Da gibt's so Kleinstantriebe, Unmengen. Unmengen. Ja. Im Endeffekt ist sogar eine sogenannte bürstenlose Gleichstrommaschine nichts anderes wie eine Synchronmaschine mit ein bisschen Elektronik dabei. Ja. Bürstenlose Gleichstrommaschine ist praktisch genauso. Das Einzige, außen sind mehrere Spulen, die das Magnetfeld rotieren lassen. Ja, und da ist halt eine Elektronik, die das entsprechend weiterschaltet. Aber innen, da der Rotor und so weiter, das ist alles gleich. Ja. Also Kleinstantriebe, größte Stückzahl. Ja. Ja, aber wo das wirkliche Anwendungsgebiet oder wirkliche, jetzt also große Stückzahl, aber wo ein enormes Anwendungsgebiet der Synchronmaschine ist im Generatorbetrieb. Ja. Generator, Synchron, Generator. Der Generator. Schreibe ich einfach mit großen Buchstaben auf. Der Generator der öffentlichen Energieversorgung. Praktisch ausschließlich. Öffentliche Energieversorgung mit Elektrizität, Elektrizitätsversorgung funktioniert mit Synchrongeneratoren. Punkt. Ja. Punkt. Gibt es kleine Kraftwerke vielleicht mit Asynchronmotor, aber sonst, ja, was heißt das eigentlich? Ja, sagen wir, Größenordnung. Und das ist jetzt pro Generator, ja, so 1,7 und jetzt Gigawatt. Ja. Ein Generator, fast 2 Gigawatt, ja, gibt's. Ja. 27 Kilowatt. Ja. Das, ich schreibe da maximale. Maximale Größenordnung. Ein Wahnsinn! Ja. Wir müssen uns vorstellen, thermisches Kraftwerk, ja, riesige Verbrennungsprozesse, entweder da werden Tonnen an Heizöl, Gas oder Kohle verfeuert und die machen es wasserheiß und diese ganze Energie wird auf irgendwelche Turbinen, Hochdruckturbinen, Niedrigdruckturbinen, immer genau auf eine Welle geleitet und diese eine Welle hat da hinten an elektrische Bremsen. Und die bremst das ganze Kraftwerk erfolgreich her. Ja? Also 1,7 Gigawatt an Leistung. Das ist eine unvorstellbare Energiemenge. Ja, also so ein Generator, ein Reaktor. Ja? Es ist nämlich bei Atomkraftwerken genau das Gleiche. Ja? Aber so ein Kraftwerksblock konzentriert praktisch, seine ganze Aufgabe besteht darin, diesen Generator zu beschleunigen. Ja, das will er machen. Ja. Sein ganzer Dampf lässt er auf den Generator. Und der bremst den her mit. Das hast keine Chance. Ein Wahnsinn. Ja. Also wie gesagt, öffentliche Stromversorgung, Synchromaschine. Fertig. Ja. So funktioniert es. Das nächste Mal werden wir uns anschauen, wie schaut jetzt so ein Läufer wirklich aus?
Wie schaut so, ja, gibt es verschiedene Konstruktionen, weil nämlich es gibt auch verschiedene Antriebsarten. Ja? Also man, so wie gesagt, es wird kein Geheimnis sein, es gibt Dampfkraftwerke, es gibt Gasturbinen, ja, es gibt Wasserkraftwerke und einmal bohren sie auch wie die Wahnsinnigen, ja, und einmal traut sie sich recht gemütlich, also so eine große Kaplan-Turbine zum Beispiel macht 60 Umdrehungen pro Minute, es traut sich halt einmal in der Sekunde in Kreis oder so irgendwas, ja, und ein Dampfkraftwerk, da geht es in die Tausende, ja, Tausende, und da muss ja irgendwas anders sein, ja. Was da genau anders ist, werden wir uns im nächsten Video ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.